Hallo und herzlich willkommen zurück zu Turn a Boy Commits Tax Evasion. Wenn ihr von der letzten Folge kommt, lasst gerne jetzt schon ein Abo da. Geil, ne? Diesmal sage ich es am Anfang. Und jetzt legen wir uns mit einem Menschen an. Die wir irgendwie mutieren lassen. Tut mir leid, Liz. Ich glaube, wenn die uns so greifen will, dann zünden wir uns an. Aua! Mann, ey. Tu's nicht. Okay. Mann, lass doch los. Alter, ist die schwer. Wir haben was verpasst. Ich überlege gerade. Ich würde gerne Sachen hier aus der Schnellleiste rausnehmen können. Also hier. Dass ich nur die drei Sachen habe und nicht das Ding dazwischen noch. Oh Gott. So krank. Hier einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen. Bis sie zuschlägt irgendwie. Gerade eben ging es noch. Okay. Ist das. Cool, wenn die einen so blockt. Echt nett. Nein, 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 nein. Alter, warum musst du die gerade dahin? Weißt du, warum musst du die jetzt gerade dahin kotzen? Ey. Ohne Witz. Ich hätte nur noch einen Schlag machen müssen, aber nee, die musste ich da gerade hinkotzen.
Zum Kotzen, Alter. Zum Kotzen. Das kann man auch nicht überspringen. Oh. Cool, dass sie mich jetzt auch wieder cornert. Man kann dann ja nicht vorbeilaufen an ihr Model. Echt nett. Jetzt schlag doch zu, ey. Endlich, ey, mein Gott. Die war ja richtig nervig. Herzfrucht, yeah. Ich will da rein. Ich will euch einen Raum noch infizieren, ey. Ihr habt's verdient. Wenn ihr hier so einen Bosskampf macht. Ah, der Laserpointer. Schießt einen roten Laserstrahl, coole Sache. Ich vermisse Gizmo. Er war die beste Katze, die wir hier hatten. Ich kann es nicht ertragen, seine alten Spielzeuge zu sehen. Mit diesem Laserpointer hat er am liebsten gespielt. Kann ich den benutzen? Nö. Okay, da vorne ist also auch zu. Da kann ich nicht rein und die anderen noch verseuchen. Ach, blöde Nase. Aber krass, wir haben gerade einfach einen Menschen getötet. Und infiziert. So, Zwiebel. Ja, der Laserpointer, der letzte Teil meines Masterplans. Was für ein Masterplan? Du dachtest wirklich, ich würde dir die Besitzurkunde für dein Gewächshaus zurückgeben? Du bist wirklich ein Idiot, genau wie dein Vater. Weißt du überhaupt, was sich unter deinem eigenen Haus befindet? Was denn? Pff, das ist erbärmlich. Das Vermächtnis des... der Rübetos? Diesem Ding zu hinterlassen. Geh mir aus den Augen, ich wette, selbst der berüchtigte alte Mann Zitrone wird dir jetzt nicht helfen. Aha, du kommst so spät, kleine Rübe, von dir kriegst du mich nicht mehr weg. Hey, das ist mein Haus. Nicht mal eine Schaufel kann diese Befestigung durchbrechen. Sicher? Ich werde dir selbst, alter Mann Zitrone, wird dir jetzt nicht mehr helfen. Nicht nachdem du seine Gießkanne gestohlen hast. Hallo, junge Nun. Es ist wohl Zeit, dir die Wahrheit zu sagen. Was für eine Wahrheit? Dein Vater, Don Rübetto, Bürgermeister Zwiebel und ich kennen uns schon lange. Wir gehörten damals zur selben Verbrecherbande, wir waren alle Mafiosi. Dein Vater war der Boss, ich war sein Auftragskiller, Bürgermeister Zwiebel war sein Berater. Was zum Fiege? Unsere Gesellschaft ist chaotisch, wir haben keine Gesetze, keine Verantwortlichen. Es war der perfekte Zeitpunkt, die Kontrolle zu übernehmen, aber wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten. Bürgermeister Zwiebel war getrieben von Gier. Er hatte seine eigene Wertvorstellung davon, wie die Stadt geführt werden sollte. Wir dachten, der schwingt nur große Reden. Wir hätten nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Er hat eine Regierung gebildet und den Rücken gekehrt und unseren Namen durch den Schmutz gezogen. Was zur Hölle? Er wollte, dass wir unten in unserer Basis haben. Er wollte, was wir unten in unserer Basis haben. Waffen, Reichtum, werden alles. Das unter mein Gewächshaus? Ich dachte schon, dass er große Anstrengungen unternehmen würde. Ich fand den Tod eines Vaters immer verdächtig. Er ist der Killer meines Vaters? Du dachtest, es geht um ein Gewächshaus, Söhnchen. Unter ihm befindet sich eine riesige Basis. Das wusste ich nicht.
Du musst jetzt gehen. Dich dort hineinschleichen und Bürgermeister Zübel besiegen. Es bleibt nicht viel Zeit. Und wie mache ich das? Du kannst meinen Geheimeingang hinter diesem Baum benutzen, aber beeil dich. Mach schon, Junge, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Tu es, bevor ich mir meine Gießkanne zurückhole und selbst mache. Okay, ich geh schon. Ja, ich weiß, dass du sie genommen hast. Es tut mir leid. So, Leute, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Das wird wohl... Das Spiel ist wohl bald zu Ende, denke ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.